Dann nehme ich da mal noch diese Pistolenmunition mit. So. Ist denn da oben noch was? Ach gut, ich glaube, da kommt man gar da nicht kann hoch. Man nicht, kann man nicht hoch mit. Daneben durch La Tür. Sie immer gespannt drauf warten, dass die Tür aufgeht. Hm. So, Gold und Pistolenmunition. Hm. So. Alter, was ist los mit dir? Nein. Komm, zeig dein Köpfchen. Hat er gemacht. Er kommt wieder. Bam. Was hat der Probleme denn hier für zum Ziel? Nee, der. Hier oder? Ist nochmal Pistolenmunition. Hab's auf hier oben. Oh, da steht man wieder. Lauf! Sag mal, was ist denn mit dir kaputt? Weißt du was? Gieß mir auf den Sack. Da! Ey, das war voll eine Blendgranate. In your face. Und was hat es ihn interessiert? Den Scheißdreck hat es ihn interessiert. Stehen noch ganz viele hier oben. Huch! Irgendwie eine Gesichtsmaske oder sowas drauf. Wie bei Borderlands. Hier wäre Munition. Da konnte man den aber einfach nur. Oh! Einfach so ins Gesicht schießen, aber gut. Ups! Ups! Was war das denn? Das war eine. Eine Gasflasche stand da rum. Die habe ich wohl getroffen. Ja, ich glaube schon. Zieht einer auf mich. Du Pisser. Der hat eine Face Mask. Aber eben kein Körperschutz. Mann! Es ist so eine komische Steuerung. Hier liegt Ratata-Munition. Ratatat. So, ich denke, wir könnten beide so ein bisschen Heilung gebrauchen. Ja. Super nice, super nice. Aufzug ist da. Öffnen. Nach oben. Erst nach unten, dann nach oben. Können sich gar nicht entscheiden. Albert. What? Why are you holding up at your Albert? Shit, Wesker. I thought he was dead. Da, da, da. So, guck mal, ein grünes Krötchen. Schön, dass ich mein Kreuz gerade aufgebraucht habe. Willst du es da mitnehmen? Brandgranate, jo. Oh nein, hier ist mir also eng.
Fußball. Hier liegt noch Pistolenmunition. Ich habe gerade eben was kaputt gehauen, ja. Okay. Hinter dir liegt Pistolenmunition. eins, zwei, drei, vier Licker. Nicht dein Ernst. Alle an der Wand. Wir können jetzt versuchen, langsam dran vorbeizulaufen. Brandgranate. Oder wir können versuchen, die kaputt zu machen. Brandgranate? Okay. In dem Po! Hilfe! Bin schon da. Soll ich dann Quadrat und X gleichzeitig drücken oder was? Ja, wenn das beide gleichzeitig angezeigt wird, würde ich davon ausgehen. Ja, ist gut. Ach, der ist in mir drin. Jetzt ist er kaputt. Ich glaube, die kannst du besser gebrauchen als ich. Das ist ja ein richtig lustiger Raum hier. Huch! Ja, ist ja sicher erschrocken. Ein bisschen, ja. Ach so, die sind ja blind. Da hilft eine Blendgranate viel. Du hast ihm dahin geschossen, wo kein Licht hinscheint. Lass mich doch. Komm, noch mal. Mach mal welche. Ach, zwei, drei, vier. Will jemand mehr? Ja, hau mir auf die Brust, das hilft. Junge, geht mir gut. Ich komm schon wieder. Ja, das war dann einmal zu viel. Ich bin mir nicht so sicher, ob da das rabiate Vorgehen so gut ist. Weil ja, bislang können wir jetzt anders probieren, ne? Jo. Weil wir haben bis auf einen Edelstein von denen gerade nichts bekommen. Probieren wir es einfach mal auf die langsame Art. Die sanfte Tour? Ja. Ja. Hier! Ja. Sanft und so! Super geil. Ich denke, wir müssen einfach nur an denen vorbeilaufen, während sie an der Wand hängen und nicht, während sie auf dem Boden sind. Oder an der Decke. Weil sonst könnten die ja runterfallen. Zumindest hat das gerade der ein oder andere von denen gerade gemacht. Mann, sind die hässlich. Läufst du mal jetzt weiter? Dicker? Ich traue mich gar nicht schnell zu laufen. Der ist runtergefallen. Das dumme Kind. Wenn er klettern kann. Wir haben die auch keine Nase oder was? Die sagten gerade eben noch, oder eben stand noch was von wegen, der Geruchssinn ist deutlich verbessert. Ach so. Ja, Die schwitzen ja auch nicht, die zwei, die da langlaufen, ne? Nee. Was ist mit dir? Bleibst du da oben hängen? Ja, dachte ich mir.
Ihmchen hier? Was ist mit dir? Bleibst du da hängen? Hast du also Bock? Idiot. Kann nicht mal klettern, ey. So, das hätten wir also geschafft. Tja, das ist ja so einfach, ne? Ohne Ballern geht dann auch. Ein bisschen Munition gespart. Jo. Ein bisschen vor allem. Erstmal direkt was explodiert hier. Ja, ich guck gerade, ob ich bam, irgendwo jemanden sehe, der auf uns schießt, aber. Noch nicht. Dem ist nicht so. Zwei Kistchen. Was ist drin? Schrotgewehr. Und Pistole. So, ach, guck unten, an. Da unten steht einer. Da unten steht einer. Ich hab da was ausgelöst. Mit einem gezielten Kopfschuss. Kommen die hoch? Ja. Au, 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 au. Au. Mich beunruhigt es erstmal, dass die so gut schießen können. Mann, dieses dumme Rohr ist im Weg. So, einen hab ich. Den zweiten haben wir. Kommt da noch einer gelaufen? Hier ist einer oben. Mit seinem Britzelding. So, wer wirft hier jetzt irgendwie mit irgendwas? Da hinten steht noch einer. Da oben steht noch einer. So, den hätten wir mal. Und den hier hätten wir auch. Hier ist noch Schrotgewehrmunition. Jo. Hab ich. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Ich höre noch Musik. Ein rotes Kraut und Pistolenmunition. Ich bin voll. Also für das Kraut. Ja, dann lass liegen. Hier ist noch, hier an den Kisten, wo ich jetzt gerade stehe, ist Maschinengewehr. Ratatat, um es mal so zu sagen. Ratatat. Warum liegt das hier eigentlich rum? Das ist eine Fabrik, ist, wo sowas rumzuliegen hat. So, hier unten ist noch, ist auch noch Zeug. Munition. Munition. Los Munitionos. Dann da vorne rechts. Rechts. Jawohl. Gold, Gold. So, links noch warten, ich muss kaputt. Nee. Müssen wir denn jetzt hin? Das ist eine gute Frage. Ah, nee, der kommt. Das ist jetzt aber blöd. Ich glaube, wir müssen hier aufs Band. Das heißt, ich warte jetzt mal ab, bis hier so eine Kiste vorbeigefahren ist. Und dann... Hüpf! Kisten ausweichen. Trennen wäre angebracht. Mhm. Kommt ganz gut. Ich soll einfach in die Mitte drauf. Ich wollte ihm aber stylisch ausweichen. Ja. Treppe hoch. Du, er hat da stehen. Ach, du wirfst die ganze Zeit mit Granaten. Ja. Hat gut funktioniert, Junge. Ich hab das mal angehalten hier unten, ne? Du, was? Das Laufband. Ach so. Da stand gerade eben einer vor dieser Tür, der mit Granaten geworfen hat. Die letzte hat er dann ein bisschen zu lange in der Hand behalten. Das Kraut und Pistolenmunition. Munition, Kraut kannst du noch nehmen, warum nicht? Weil ich überladen bin an Munition. Munition. Wir können das so machen, da wir ja gerade hier stehen. Da wirft gerade von oben einer mit Granaten so. Oh jo. Junge. Du ziehst so hin, Mädchen.
So, nehmen wir noch das hier mit. Gehen zum Kampf mitnehmen, weil. So. Jetzt gucken wir mal in die Ferne, ob da nicht noch einer steht.